Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und zwar heute die Glossybox, und zwar von, ich habe heute noch nicht mitgerechnet, weil es geschrieben kam, gehabt haben, dass sie morgen erst kommt, aber jetzt ist heute schon kommen die Black Friday Box. Ja, genau. Das ist die Black Friday Box und ja, da schauen wir jetzt mal rein. Die hat einen Warenwert von 185 Euro und ja, für Abonnenten kostet sie 20 Euro. Ich habe 20 Euro bezahlt, so schaut die aus. Sehr schönes Design, ne? Ja, gefällt mir edel und hübsch. Ja, sehr schön und ganz schön schwer ist die. Und ja, da schauen wir dann mal rein, was da alles drin ist. Und ja, also wie gesagt, für frei. Entschuldigung, ich bin sofort wieder da. So, weiter geht's. Sorry, ich habe meinen Kaffee vergessen gehabt. Ja, der stand noch am Schminktisch, weil ich, ja, ich habe mich gerade geschminkt, weil ich habe erst einmal heute mein Haushalt gemacht, geputzt und ja, na, und dann schwitzt mir immer recht und von daher schminke ich mich nachher nach dem Putzen, weil ich schwitze da immer recht. Ja, okay, und währenddessen, dass ich halt geputzt habe, kam die Box und ja, okay, dann, so sieht die aus. Fascination Black Friday, ja. So, das ist meine erste Black Friday Box. Schauen wir mal nachher, was das alles kostet. Und ja, uiuiuiui, die ist ja reichlich gefüllt. Ja, da haben wir dann einmal von Garnier Skin Aktiv Hyaluron Shot. Fresh Mix Duftmaske, polstert auf und glättet die Haut. Einfach selbst gemixt. Oben ist die Duftmaske und ja, muss man dann so falten. Ah, okay. Entlang der Markierung auf der Rückseite falten noch einmal gemäß zweitem Pfeil. Okay. Falten, falten. Okay, und dann muss man das dann mit dem Serum so lange nach oben drücken, bis die Verschlussnaht sich öffnet. Ah, okay, alles klar, da unten ist das Serum drin und da oben die Tuchmaske. Gut. Trockene Eigentuchfaser nimmt die Formel schnell auf. Feuchtigkeitsspendender Shot mit Hyaluronsäure, der die volle Wirkung in der Tuchfaser entfalten kann. Ja, super, verwandelt sich die Trockene in eine gelartige Duftmaske mit einer weichen, anschmiegsamen Textur sowie ein außergewöhnliches sensorisches Erlebnis. Perfekte Gesichtsanpassung, Aufpolsterung und Frische sichergestellt. Ja, sehr schön, super. Maske geht immer, Tuchmaske sowieso auch, ja. Okay, Compete Blasenpflaster für die Ferse, ja, Sport brauche ich nicht, von daher wandert es weiter und verschenke ich, also ich weiß auch schon wen, weil es ist, die mögen das, sie mag das, also Compete ist ja teuer und ja. So, dann haben wir von Verso Hydrationsserum, mit Niacinamide. Ich habe ja von Verso, habe ich ja die Creme, die Tagescreme, auch, das ist ja schweineteuer, so, das sind 10 Milliliter drin, die ist, glaube ich, kostet 30 Euro oder so, also,
die 10 Milliliter hier ist sehr, sehr teuer. Ne? Also, ja, dann haben wir hier von, ja, Elika Beauty ein Illuminating Natural. Ja, das soll ein Blush-Ding sein. Ich weiß nicht. Ich habe das ja schon mal und ja, das wird auch wahrscheinlich weiter wandern. Weil ich habe das ja schon mal und ja, von daher brauche ich das kein zweites und drittes Mal. Ne? Eins ist ja schon weitergewandert, eins habe ich ja schon verschenkt und ja. Ja, jetzt habe ich es wieder. Jo. Und dann haben wir hier von Luxi den Zorn habe ich auch schon, so ein Pinsel. Aber der ist, glaube ich, ein bisschen feiner noch als wie meiner. Das ist Luxi 524. Ja, meiner ist fluffiger und der ist ein bisschen schmaler. So ein Fiber Brush da. Vielleicht werde ich den auch verschenken zu Weihnachten. Auf jeden Fall sind die gut, die Luxi. Ich mag es sehr gern. Jo, dann haben wir hier, was haben wir hier? Ein Incredible Jelly Shot Lip Quencher Intense 4,4 Gramm. Oh, was ist das? Ich keine Ahnung habe. Ich glaube, das ist eine Lippenpflege, oder? Ich habe keine Ahnung. Tut mir leid, das weiß ich nicht. Ach, das ist so, ja, ja. Da ist so eine Blüte drin. Seht ihr das? So süß. Das sind auch wie Goldpartikel drin und eine Blüte. Nee, die lasse ich jetzt mal. Ich swatch den nicht, weil ich nicht weiß, wie ich den verschenke. Na. Aber süß, ja. Das ist ganz süß. Ja, von Plum and Poppy, ein Curl und Volume Mascara. Habe ich schon dreimal zu Hause. Das für den Fall jetzt. Ja. Jetzt kommt Weihnachten, wie gesagt. Also, ja. Von daher sind die Weihnachtsgeschenke auch schon gesichert. Ne? Also. Das sind jetzt schon vier Sachen, fünf vielleicht, wo verschenkt werden. So, dann haben wir Lip Power von Josephine. Ja, habe ich auch. Natural Matte Liquid Lipstick in der Farbe mit Tiefen. Oh, ist das eine andere? Das ist ein Liquid Lipstick, der wo sehr gut hält, sehr gut ist. Also, ja klar, die sind ja auch teuer. Ich habe schon einen von Josephine. Ja, einen Moment, ich bin gleich wieder da. Das, dieser, ich hole mir. So, bin wieder da. Ich habe meinen geholt. Meine ist eine andere Farbe. Der, wo in der heutigen Box mit dem wunderschönen Rot hier und den da habe ich schon gehabt. Dieses, ja. Ne? Jo, bleibt bei mir, freue mich. Ich liebe
Liquid Lipsticks, ne? Ja, von daher kann ich den jetzt swatchen. Ja, schönes Rot. Ich habe heute auch einen roten Lippenstift drauf, aber keinen Liquid Lipstick, sondern einen von Love, normalen gelben Lippenstift, Christinas Red. Und jetzt kommt Weihnachten, schön. Sehr schönes Rot. Das ist auch so das Rot, wo ich heute drauf habe. Ne? Ja, sehr schön. Bleibt bei mir, freue mich, jo, über Liquid Lipstick von Josephine. Die sind ja sehr teuer, ich glaube 25 Euro kostet da einer. Ja, gut, von daher hat sich die Box ja schon bezahlt gemacht. Ne? St. Lux Setting Spray, 75 Milliliter. Ein Setting Spray, ich habe schon mein Gesicht heute eingesprüht, also von daher möchte ich das jetzt noch so, das in dieser Verpackung, mit dem Sternchen, ja, und ist ja auch nicht gerade günstig, ich glaube, das kostet da die 20 Euro, ja, Setting Spray, so schaut es aus, ne. Ja, kann ich ja mal kurz sprühen. Naja, der Geruch okay. Also feiner Sprühnebel, fein. Ja, Setting Spray wird gern ausprobiert. Mag ich sehr, sehr gerne. Probiere ich sehr gern aus, weil ich habe da so hochwertige noch nicht. Dann haben wir hier von Revlon, New Fragrance Celebration, Unique One, All-in-One Hair Treatment, Repair 3 and Damaged Hair, Dressinger, Toothpicket, Conditioner. Ich glaube, 150 Milliliter, 10 echte Benefits, all in one, repariert trockenes und geschädigtes Haar, Kräftigung und Reduzierung von Haarbruch, pflegt und entwirrt an die Frist, spendet sofort Feuchtigkeit, Hitzeschutz, Glanzverstärker, Farbschutz, Geschmeidigkeit, Bändigung, hilft Spliss zu verhindern, frischt das Styling auf. Wow. Ja, sehr schön. Von Revlon habe ich auch noch nichts, also für die Haare nicht. Und natürlich, ja, das ist so ein Conditioner wahrscheinlich, wo im Haar verbleibt. Ja, jetzt habe ich heute früh mein Haar schon gewaschen wieder und ja, habe schon eine Kurnei heute. So, jo, All-in-One Hair Treatment, sehr schön. Ach ja, ich wollte ja mal riechen, wie das riecht da. Das, das ist wie so cremig, so weiße cremige Dings ist das. Riecht gut, ja. Und sehr schön. Ja, sowas kann ich immer gebrauchen. Wunderbar. Dann haben wir hier von Aiko Black Magic Liquid Eyeliner. Den habe ich sogar und den habe ich heute sogar drauf. Ja. Ich habe mir heute mit der Filzstift-Eyeliner-Spitze, wo ich nie zurechtkomme, habe mir gedacht, das probiere ich, weil ich habe ja die Sachen da und ja. Ist mir eigentlich ganz dünn gelungen und ja.
So langsam, aber sicher komme ich schon mit klar mit den Eyeliner. Aber ja, so viel brauche ich auch wieder nicht, weil ja. Okay, dann haben wir von Schemes eine Aktivkohle-Crememaske, sanfte Reinigung, reduziert Hautfett, wirkt antibakteriell gegen Unreinheiten. Naja, das ist Aktivkohle-Zink-Detox-Komplex. Ja, für alle Hauttypen. Okay. Ja gut, antibakteriell ist immer gut. Und ja, ich habe kein Hautfett, das braucht nicht reduziert werden, aber es ist eher für Junge und von daher, ja, wandert die weiter. Dann haben wir es. Letzte Produkt von S. Oliver So Pure Woman Deodorant. Habe ich auch schon. Von daher wird es auch verschenkt. Lasse ich zu. Ich weiß, wie es riecht. Und ja, von daher haben wir viele, viele Sachen zu verschenken für Weihnachten. So, jetzt gucken wir mal da rein in unser schlaues Büchlein. Und gucken wir mal, was die Sachen kosten. Jo, Revlon Professional Treatment Spezial Edition 150 Milliliter kostet 18,40 €. Wow. Feuchtes Haar aus ca. 20 cm Entfernung, je nach Haarlänge, etwa 6 bis 15 Mal auf das Haar sprühen, nicht auswaschen. Okay. Gut, trockenes Haar je nach Haarlänge 2 bis 6 Mal in die Handflächen sprühen und zwischen den Händen verteilen. Ja, ich werde es so machen für meine kurzen Haare, weil ich brauche ja auch Styling-Produkte, aber ich werde es sehr gerne ausprobieren. Von natürlich Celebration, 10 Jahre Grete R. Jo. Sehr schön. Ja, von daher, dann haben wir so ein Look Setting Spray. 75 Milliliter kosten 21,90 €. Ja, also die zwei Sachen praktisch haben sich die Box ja schon bezahlt gemacht. Ne? Ja, 21,90 €. S. Oliver Human, das habe ich schon, Natural Spray, aber das, wie gesagt, 11,75 €, das ist so ein Deodorant-Spray, aber es ist schon bei wie Parfüm, das riecht schon lang, bleibt es auf der Haut, das ist wie in die Toilette. Ja, Plum & Bobbi kostet Curl und Volume Mascara, sind 8 Milliliter, kosten 15 €. Ja, die Mascara, und Mascara verschenken kann man immer. Also Weihnachten, ich habe viele, die ganzen Leute, wo ich kenne, die verwenden alle Mascaras, von daher, die freuen sich auch, wenn sie mal was probieren dürfen. Jo, von daher, ja, ist es schon super. Dann haben wir hier Garnier Skin Aktiv Hyaluronshot Fresh. Kostet 33 Gramm, 3,95 €. Ja. Josephine Cosmetic Lipstick, The Bold Matte Lipstick Lip Power. 4,5 Milliliter kosten 25 €. Im schicken Rot für deinen Kussmund gefällig, ja. Ja, das ist echt ein schickes Rot und ich freue mich, dass ich da so Highlighter Rosé, Lust auf Björn, deinem Gesicht trage, 100% natürlichen Highlighter und lass deine Haut strahlen. Mit ätherischen Hibiskus allein auf Augenbrauenbögen, Schläfen oder Oberseite der Wangenknochen oder über dem Amorbogen auffüllen. Du willst das Ganze, vermische den Highlighter mit deiner Lieblingsfoundation. Genau. Ja. Genau, den Highlighter vermische ich immer in der Foundation. Diesen Rosé Luxi Small Duo Fiber Brush Dreamcatcher.
Originalprodukt kostet 16,75 Euro. Cremeflüssige Foundation, Rouge oder Bronzer auf. Seine soften synthetischen Borsten sorgen für ein natürliches weiches Finish. Plus nicht nur das hübsche Design im verträumten Blau-Gold ist ein echter Hingucker, auch sein ergonomisch geformter Griff liegt perfekt in der Hand, einen makellosen Look. Anwendung flüssiges zunächst. Ja, ich trage mit dem auch Puderprodukte auf, sind wunderbar. Und ja, von daher, den habe ich schon und der wird auch als Weihnachtsgeschenk bei der Jelly Shot Lip Venture X Reverse, kostet 4,4 Gramm, Originalprodukt 7,99. Lass deine Lippen dank dieses hübschen Lippenstiftes aufblühen. Seine Feuchtigkeit spenden Wirkstoffe wie Avocado, Vitamin E sowie Reiskleieöl hydratisieren und nähren deinen Kussmund. Im Innern überrascht der transparente Jelly-Stick mit einem super süßen kleinen Blumendetail. Ja, über die trockenen Lippenflecken fahren und durchfeuchtete Wirkung spüren. Okay. Ja, seit wie, na klar, durchfeuchtet die Lippen, Lippenpflegestift, kann man immer gebrauchen, ist nicht verkehrt, der kostet, habe ich schon gesagt, 7,99 € kostet der Compeed Blasenpflaster, 8,35 €, ja. Und der Aiko Black Magic Eyeliner, Travel Size, okay, kostet 12 Euro, 0,3 Milliliter, die Travel Size. Ich habe ja, glaube ich, ja, auch die Travel Size, die reicht mir. Den habe ich ja schon. Von daher ist es aber, wie gesagt, gar nicht schlimm. Versus Skincare, 30 Milliliter kosten 90 Euro und die 10 Milliliter 30 Euro. Boah. Genau. 90 Euro. Und dieses kleine Ding, da kostet 30 Euro. Ist Wahnsinn, aber ich habe jetzt die Tagescreme von Verso und dieses Serum. Das ist gut, das werde ich. Hydration, Serum, ja. Okay, das war's dann, glaube ich, ne? Ja. Jo. Das war's. Okay. Ja, alles in allem, ich bereue es nicht, dass ich es gekauft habe. Sind viele Sachen drin. Auch wie gesagt, jetzt kommt Weihnachten. Man kann viele Sachen verschenken. Ich habe schon mal eine Box hergerichtet, was ich verschenkt, was ich doppelt habe oder was ich gar nicht brauche. Oder na, das kommt alles da rein und ja. Dann verschenke ich das. Mir ist, glaube ich, eine Wimper ins Auge geflogen. Ah, ja, mega. Oh, 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 schön. Ja. Es hinterlässt dann Stain mehr. Das war nicht warm. War ein bisschen dick aufgetragen. Jetzt muss ich meine Hände waschen, jetzt bin ich voller Liquid Lipstick und es geht natürlich nicht raus, ne, klar. Muss ich erstmal Hände waschen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, verbleiben wir mal so, das war sehr schöne Sachen und ja. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen und ja, dann bis zum nächsten Mal, ne? Okay, dann tschüss und passt auf euch auf, gell? Tschüss.